Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem Haarroutine-Update. Ich wurde in letzter Zeit häufiger mal gefragt, ob ich irgendwie was an meiner Haarroutine verändert hätte und ob ich vielleicht mal ein Video dazu drehen könnte. Und ja, ich habe einiges an meiner Haarroutine geändert. Das liegt zum einen daran, dass ich nach meiner letzten Haarroutine sehr viele Tipps von euch bekommen habe und sehr viele Anregungen, was ich denn alles so ausprobieren könnte. Naja, und der zweite Grund ist, seit ich 13 Jahre alt bin, kämpfe ich mit meinen Haaren und wechsle einfach ständig Produkte aus und bin immer auf der Suche nach Dingen, die halt meine Haare nach weniger Frizz aussehen lassen und definierter aussehen lassen und sie einfach so aussehen lassen wie bei der Frau in der Schwarzkopf-Werbung, falls ihr die kennt, die mit diesen dunklen Locken. Das werden niemals meine Haare sein. Ich bezweifle sogar, dass diese Frau wirklich existiert, weil ihre Haare einfach so perfekt sind. Und zum ersten Mal seit wirklich langer, langer Zeit kann ich behaupten, ich bin mit meiner Haarroutine mittlerweile echt ziemlich zufrieden. Und ich weiß, meine Haare werden nie vollkommen frizzfrei sein. Sie sind einfach so, wie sie sind. Und mittlerweile stört mich das einfach nicht so sehr wie früher, weil es halt meine Haare sind. Das bin ich. Und das ist auch gut so. Ich weiß, es klingt jetzt ein bisschen banal, aber für mich ist das echt ein Riesenschritt nach vorne. Also das kommt halt von jemandem, der echt jahrelang versucht hat, seine Haare in etwas zu verwandeln, was sie nicht sind, nämlich in eine glatte, wunderschön glänzende Mähne. Und ab und zu mache ich das heute auch noch ganz gern, weil es einfach Spaß macht, sich ein bisschen zu verwandeln. Aber mein Rat, und dann fangen wir auch sofort an, sorry für die lange Einleitung, ist einfach: versucht aus dem, was ihr habt, das Beste zu machen. Und jetzt kommen die Produkte. Also, das Erste, was ich natürlich immer mache unter der Dusche, das ist Shampoo benutzen. Wer hätte es gedacht? Und zwar habe ich hier eines von Ghoul. 100 Mal schon nachgekauft, kostet 3,25 € und das kommt aus der Prachtvoll Lang-Serie. Und ich mag nicht nur dieses Shampoo von Ghoul, sondern auch das, was speziell für Locken ist. Also ich glaube, das ist irgendwie mit Ginkgo oder so. Beide riechen toll und was ich aber ganz besonders schön daran finde, das ist so die Art, wie sie sauber machen und wie sich die Haare danach anfühlen, weil das Shampoo sanft reinigt. Und ich habe häufig Probleme mit meiner Kopfhaut. Ich weiß, das ist ein sehr mieses Thema, aber ich bekomme schon gerne mal so schuppige Kopfhaut, wenn die Produkte, die ich benutze, halt zu aggressiv, zu harsch sind. Und ich habe nie die Probleme, wenn ich die Shampoos von Ghoul benutze, also komme ich halt immer wieder dazu zurück. Ich wechsle meine Shampoos ab und zu gerne, also ich benutze das jetzt nicht durchgehend, aber ich mag es, ich kann es empfehlen. Wenn die Haare dann ausgespült sind, dann kommt jetzt entweder Haarpur oder Conditioner in meine Haare rein. Und das ist ein Schritt, den ich nie ausfallen lasse, aber der sich verändert hat. Also ich habe das früher, das habe ich auch in meiner letzten Haarroutine so gezeigt, immer so gemacht, dass ich erst Conditioner benutzt habe und dann Haarpur. Aber mir haben so viele von euch geschrieben, dass das zu viel ist und dass es vollkommen ausreicht, entweder das eine oder das andere Produkt zu verwenden. Und ich habe es ausprobiert und wisst ihr was? Ihr hattet recht und es funktioniert tatsächlich. Zweimal die Woche oder einmal die Woche benutze ich den Conditioner von Balea. Das ist diese Feuchtigkeitsspülung mit Mango und Aloe Vera. Habe ich mir tatsächlich nachgekauft, weil ich das Produkt so gut finde und außerdem total günstig. 65 Cent ohne Silikone, falls ihr darauf achtet. Und einmal die Woche gönne ich mir dann immer eine Haarkur. Und das ist eine Sache, die ich so gut wie jedem von euch empfehlen kann. Vor allem halt denjenigen von euch, die Locken haben und die trockenere Haare haben. Und das ist auch ein Produkt, das ich nachgekauft habe, weil ich einfach von der Wirkung absolut überzeugt war. Und das ist immer noch diese Haarkur von Kerastase. Sie ist verflucht teuer, sie ist unverschämt teuer. Und wenn ich sie aufgebraucht habe, also hier ist nur noch eine Anwendung drin, dann werde ich mich nach einem neuen Produkt umschauen, das vielleicht ein bisschen günstiger ist diesmal. Aber die, falls ihr nach einem Luxusprodukt wirklich sucht und bereit seid, ein bisschen mehr auszugeben, ist einfach ein Traum. Das ist die Nutrithermik Haarkur übrigens. Habe ich dämlicherweise noch nicht erwähnt. Immer dann, wenn ich gerade den Conditioner oder meine Haarkur in den Haaren habe, also wirklich in den nassen Haaren, benutze ich außerdem den Tangle Teaser. Und ich bin einfach so zufrieden damit, weil der durch meine Haare durchkommt wie nichts anderes. Ich habe es irgendwann schon einmal gesagt, ich weiß, nasse Haare durchzubürsten ist offiziell nicht das Beste, was ihr tun könnt, weil die Haare halt durch das Wasser irgendwie aufgequollen sind und dadurch angreifbarer. Aber für mich ist es immer noch das kleinere Übel. Wenn ich versuche, in diesem Zustand meine Haare durchzubürsten, also erstens, ich kann danach nicht rausgehen. Ich versuche mal ein Bild davon zu finden, wie ich dann aussehe. Es ist wirklich lustig, es ist zum Totlachen. Und zweitens, es macht meine Haare, glaube ich, kaputter und es zieht auch viel mehr Haare raus,
als wenn ich sie halt im nassen Zustand bürste. Es geht einfach dann schneller und ich habe es mir so angewöhnt und so mache ich es seit Jahren und habe auch nicht vor, das zu ändern. Und dann komme ich aus der Dusche raus, ich trockne meine Haare so ein bisschen mit einem Handtuch und lass sie, sagen wir so 5-10 Minuten ungefähr, einfach mal trocknen an der Luft. Ich föhne meine Haare mittlerweile gar nicht mehr. Das nächste, was jetzt kommt, das ist etwas, was auch mein Leben jetzt letztens ein bisschen verändert hat. Also es klingt sehr dramatisch, ich weiß. Aber falls ihr euch daran erinnert, ich hatte mal dieses Moroccan Oil und irgendwie, ich habe mir so viel davon erhofft und es hat mich total enttäuscht. Es war richtig teuer. Auf jeden Fall habe ich das halt letztens aufgebraucht und habe mich im Internet so ein bisschen schlau gemacht, was die Leute denn noch so an Haarölen empfehlen können. Und ich bin auf den Blog von Maggie Mania gestoßen, kennen bestimmt ganz, ganz viele von euch. Und sie hat da so einen ganz, ganz tollen Beitrag über Haaröle verfasst. Und das Haaröl, das bei ihr am allerbesten abgeschnitten hat, war eines, das ich überhaupt nicht kannte. Ich hatte noch nie was davon gehört. Und das kommt von Jutina Haircare und das ist das Serum Magique oder Seru Magique. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich es mir bestellt. Es kostet 20 Euro, also es ist teurer als viele andere Produkte. Aber Maggie hat es halt empfohlen und die Sache ist, wenn die Frau wirklich etwas begeistert, dann heißt das schon was. Also sie ist da nicht so schnell mit total super guten Reviews und so und hat halt nur Gutes über das Ding geschrieben. Das ist das, was ich mir von Moroccan Oil damals erhofft habe. Es bringt Glanz in meine Haare, ich brauche nicht viel davon, 3 Pumphübe ungefähr, vielleicht 4. Es riecht traumhaft schön, so auch so nach Aprikose oder Mango oder so. Und es lässt meine Haare einfach so wunderschön weich sein. Ich liebe, liebe, liebe dieses Serum. Es sind Silikone drin, aber wie gesagt, ihr kennt ja meine Meinung dazu. Ich linke euch mal das Video, in dem ich über Silikone spreche. Also könnt ihr euch sehr gerne anschauen. Wenn ihr was gegen Silikone habt, ist das nichts für euch. Ansonsten, ich bin echt begeistert. Wenn ihr allerdings nach einer etwas günstigeren Drogerie-Alternative sucht, ich kann immer noch das Balea Oil Repair Haaröl empfehlen. Ich habe es fast aufgebraucht. Ich habe es total gerne benutzt und es ist halt einfacher und günstiger zu bekommen als dieses Produkt hier. Und dann kommt tatsächlich schon der letzte Schritt und das ist für mich echt eine Leistung, weil wenn ihr meine letzten Haarroutinen gesehen habt, ich habe viel, viel mehr Produkte benutzt und ja, ich war auch ganz zufrieden damit eigentlich, aber ich finde es jetzt einfach sehr viel unkomplizierter. Und zwar benutze ich als letztes eine entweder Mischung aus Balea Feuchtigkeitshaarmilch und Schock, ich weiß, der Body Butter hier aus dem Body Shop oder ich benutze nur die Balea Feuchtigkeitshaarmilch. Also je nachdem, ob ich halt möchte, dass meine Haare so ein bisschen lockerer fallen und ein bisschen weniger definiert sind, benutze ich nur die Haarmilch. Ich nehme davon 3 Pumphübe und ich verteile sie erst in den Händen und dann gehe ich von unten nach oben, kopfüber, so von den Spitzen bis zum Ansatz, einfach mit den Händen so durch, knete das Ganze, also so wie ich es auch früher gemacht habe. Sie definiert die Locken halt so ein bisschen, aber wenn ich halt wirklich so ein bisschen kleinere und feinere Locken haben möchte, dann mische ich noch so, sagen wir so eine Walnussgröße oder so von tatsächlich diesem Ding hier rein. Es muss nicht unbedingt diese Body Butter sein, also es funktioniert auch ganz gut mit Body Lotions. Und ich mische das halt einfach mit ein bisschen von der Feuchtigkeitshaarmilch durch und knete das dann in die Haare. Ich weiß, es klingt total creepy, sich Body Butter in die Haare zu schmieren, aber wenn eure Haare halt wirklich viel Produkt aufnehmen können und wenn sie so ein bisschen rauer sind, wenn ihr vor allem viele Haare habt, dann kann das echt Wunder bewirken. Also ich kaufe mir mittlerweile kaum noch Lockencremes, weil ich einfach das Gefühl habe, es funktioniert ganz genauso gut mit so einer Body Butter. Es funktioniert nicht mit jeder Body Lotion, mit jeder Body Butter, aber zum Beispiel mit dieser hier klappt es gut. Oder ich hatte letztens so eine Balea Body Lotion, mit der hat das auch super funktioniert. Also probiert einfach so ein bisschen aus, schaut, was ihr zu Hause habt und wenn ihr Lust habt, schmiert euch Body Butter in die Haare. Ich mache ansonsten nichts Besonderes mehr. Ich lege mich einfach schlafen. Manchmal mache ich das mit nassen Haaren, manchmal nicht. Ich wasche meine Haare eigentlich immer abends, weil ich morgens nicht genug Zeit habe, sie trocknen zu lassen. Sie trocknen bei mir halt einfach stundenlang und das ist einfach keine gute Idee, das morgens zu machen. Es sei denn, es ist Wochenende. Aber ich lasse sie offen zum Schlafen. Viele haben mich mal gefragt, ob ich sie irgendwie zu einem Zopf zusammenbinde oder so. Nein, ich habe es versucht. Das Problem ist nur, ich hasse es, von diesem Haargummi dann am nächsten Tag so Abdrücke zu haben. Das mag ich gar nicht. Und dann kam auch noch häufiger die Frage, wie ich sie denn morgens so auffrische. Also wenn sie halt morgens so ein bisschen zottelig sind und so. Man kann ja schlecht Locken dann morgens mit einer Bürste durchbürsten, wie ihr gesehen habt. Aber was ich dann ganz gerne mache, ich nehme einfach ein bisschen Wasser, feuchte meine Hände an
und gehe dann halt einfach so durch einzelne Strähnen und knete so ein bisschen die Strähnen durch, die ich halt so ein bisschen mehr definieren möchte. Klasse und ja, lasst euch nicht entmutigen, wenn ihr Locken habt. Also das ist nochmal so das Plädoyer an euch, weil ich weiß, diese Haare sind einfach kompliziert, sie können einen sehr viele Nerven kosten, aber sie sind es wert. Und ich hoffe, ihr stimmt mir zu. Macht es gut und ciao!